Generalprobe vor dem großen Auftritt. Bei einem landesweiten Rockmusikwettbewerb für Kinder im chinesischen Tianjin hofft diese Mädchenband mit dem prägnanten Namen Cool auf einen der vorderen Plätze. Die Auftritte der anderen Bands wirken ganz schön eintrainiert. Wir haben unseren ganz eigenen Stil. Sie sind gerade mal 8 Jahre alt, proben aber bereits seit 2 Jahren zusammen. Ihr Traum ist es, später mal weltweit Stadien zu füllen. Doch ob der in Erfüllung geht, steht in den Sternen. Rock hielt erst vor 30 Jahren Einzug in China. Nur wenige Musiker schaffen den Durchbruch im Ausland. Für chinesische Eltern ist das Musikmachen deshalb in erster Linie ein Hobby und nicht ein Karrieresprungbrett. Die Kinder stehen heutzutage unter enormem Druck. Mir gefällt es, dass sie durch den Rock'n'Roll Dampf ablassen können. Der hiesige Musikgeschmack bewegt sich irgendwo zwischen Hongkong und Taiwan-Pop. Denn China steht nur bei wenigen Weltstars auf der Tourneeliste. Und Songtexte, die chinesischen Ohren schaden könnten, werden von der Kommunistischen Partei verboten. Die Rock'n'Roll-Rebellion, wie sie die Welt kennt, ist noch nicht in China angekommen. Doch der Nachwuchs scharrt bereits mit den Hufen. Für Platz 1 hat es bei Cool diesmal nicht gereicht. Im nächsten Jahr wollen die Mädchen deshalb auf Country-Musik setzen.